Okay, das nennt man dann, ich versuche die Kamera mit meinem Zeh zu öffnen. Ja. Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute bin ich nicht ganz alleine. Heute sind wir nicht ganz alleine, weil heute ist immerhin mein allererstes Nikolaus. Oh, heute ist der erste Nikolaus von Leo. Ja, muss ich mich jetzt verkleiden für ihn? Ich glaube nicht. Jetzt wird mich eh wieder erkennen an meinem Duft. Gut, hätten wir das geklärt. ich muss sagen, mein heutiges Videothema ist ein bisschen verpeilt, weil ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Ich meine, ich schlafe wie ein Bär, aber ich habe irgendwie, glaube ich, Schlafmangel. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt dadurch neige ich dann immer persönlich dazu, mir selbst furchtbare Angst zu machen in Szenarien, die niemals geschehen werden auf diese Art. Aber wo ich mir jetzt stundenlang ausmale, was wenn. Also ein Beispiel, ich habe mir vor knapp einer Stunde die Zehennägel geschnitten. Ich weiß nicht gerade unbedingt so viel appetitlich, aber und ich habe es eben auf meinem Sessel gemacht, der in meinem Zimmer steht und dann habe ich eben versucht, das so zu machen, dass da nichts irgendwie verloren geht. Aber dann ist mir ein Zehennagel verloren gegangen. Und jetzt male ich mir seit ungefähr einer Stunde aus, wie mein Hase irgendwie mit diesem Zehennagel in Kontakt geraten könnte und sich übelst schwer verletzen. Und ich meine jetzt nicht so irgendwie so ein bisschen, ich kratze mich an. Nein, ich stelle mir jetzt so halb Totfleischwunden vor, nur von einem Zehennagel. Ein anderes Beispiel ist, ich habe ja den Adventskalender von Douglas. Und dann ist es jetzt gerade so, dass es da eine Gesichtsmaske am 6. drin haben soll, laut dem Rückseite. Und so eine Handmaske, so Handcreme-Masken-Ding. Wartet, ich muss mal ganz kurz ein bisschen nach vorne rutschen, weil gleich wird Leo. Ja, hol Oma ab! Ja! Ich habe halt auch gar keine Stopp, nichts. Also Leo. Wartet, ich muss mal kurz meinen Fuß runter tun. Das ist nämlich sein größtes Vergnügen. Guck mal, da drüben. Ja, guck doch. Leo. Also in Spanien ein Animateur werden, das ist auch kein Karriereziel. Ich schaff's nicht mal, meinen Hasen dazu. Ach, guck, seht ihr, ich hab's geschafft. Aber ich schaff's nicht mal, meinen Hasen dazu zu bringen, an das andere Ende vom Ding zu hüpfen. Schmeiß die Scheißtüte, dann schmeiß ich so raus. Dieses Video hat jetzt schon qualitativ ein Niveau von 0, also Scheiß. Ich mache trotzdem weiter. Ich wollte jetzt erst eine Pause machen und dann habe ich mich entschieden, doch weiterzumachen. Und ich bin immer noch nicht, ich kann immer noch nicht nach Spanien ein Animateur werden, weil ich schaffe es nicht mal, meinen Hasen dazu zu motivieren, wieder aus dem Klo rauszukommen. Okay, das ist das Produkt von Übernächtigung. Ich übernächtige, das ist immer eine schlimme Sache. Aber ich versuche euch jetzt trotzdem das Thema nach. Wow, irgendwie ist es zu spät. Jetzt kann ich mir das gerade schenken, um mit dem Thema anzufangen. Ich meine, das Video läuft schon fast 6 Minuten, da muss ich jetzt nicht kommen mit jetzt noch schnell die Moralkeule schwingen, damit das Video irgendwie einen Inhalt hat. So dieses Prinzip, hey, wenigstens habe ich noch was Lehrreiches gesagt. Nee, das muss ich jetzt nicht auch noch probieren. Wow, meine Mutter hat gerade meinen Hasen mit einem hat gerade den Hasen dazu gebracht, aus dem Klo zu kommen. Und damit wäre geklärt, Mama ist in Wirklichkeit Harry Potter. Ja. Okay. Nein, das geht gar nicht. Das Video ist furchtbar. Und der Nachtrag wird auch nicht besser. Ich beende das jetzt hier an dieser Stelle und hoffe, dass ich dann jetzt bald schlafen komme. Schlafen? Zum Schlafen kommt! Zum Schlafen kommt! Es tut mir so leid. Ich versuche das Thema, das ich euch jetzt erzählen wollte, am Freitag nochmal. Ich meine, wer weiß, vielleicht wird es da besser. Und ich bin da nicht mehr das Mädchen, das die Mischtüte vom Hasen sich zuwenden lässt.
Das wird ein tolles erster Nikolaus für Leo. Der arme kleine Mann, der wird nie wieder Nikolaus feiern wollen. Das siehst du ganz schwarz, was? Okay, der Wort wird so scheiße, wenn du schwarz Leo, kommst du noch her? Dann kann ich wenigstens dich in die Kamera zeigen. Dann kriegt mein Video wenigstens ein bisschen einen süßen Inhalt. Du kannst das. Okay, das wird auch nicht. Ich schaff's nicht mal, meinen Hasen dazu zu bringen, herzukommen. Okay. Läuft bei mir. Läuft. Heute ist mein erster Nikolaus. Und zum Nikolaus habe ich mir extra weiße Pfoten wachsen lassen. Jetzt war ich auch noch Tierquälerin. Okay. Tut mir leid, Schatz. Gesundheit, warum riechst du nach Parfüm? Leo, willst du mir was gestehen? Wenn ja, dann sag's jetzt. Warst du in der Parfümerieabteilung? Du warst also hinter. Okay. Okay, ich höre jetzt auf. Tut mir leid. Ich werde jetzt das Rätsel von wieso mein Hase nach Parfüm riecht, wenn er hinterm Klo war, erklären. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich schlaft ihr besser als ich, weil nicht, dass ihr am Ende auch dass sowas rauskommt wie ich jetzt gerade. Schlaft immer. Das ist mein Tipp fürs Leben. Obwohl man auch nicht immer schlafen kann. Ich höre jetzt auf. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich hoffe, dass ich dann etwas ausgeruhter bin. Bis Freitag. Ciao. Ach ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so einen total verpeilten Tag hattet. Aber im Gegensatz zu mir habt ihr es wahrscheinlich nicht auf Band. Das ist jetzt das Schlimme daran. Das Schlimme daran ist das Schlimme dabei. Ich hab's auf Band. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Bell. Der Moment, wenn man seinen eigenen Nachnamen vergisst. Riedweiler. Nein, warte mal, nicht Demius oder was kommt? Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid, tut mir leid. Steht alles in meiner Videobeschreibung. Bis Freitag und ciao. Ich wünsche euch einen besseren Tag als mein.